Das Besondere sind im Prinzip drei Dinge: die Architektur und die Farbgebung des Hauses, die für die Bilder und für die Fahrzeuge, die sich dann gegenüberstehen und im Kontext zueinander zu sehen sind, eine ganz besondere Aura und Atmosphäre bilden. Man kennt ja die Campbell-Suppendosen, man kennt die Tomatenverpackungen, die Coca-Cola-Flaschen, Dollarnoten. Das alles sind amerikanische Produkte. Mercedes-Benz ist das erste nicht-amerikanische Produkt, das bei Warhol auftaucht. Und ein zweiter besonderer Aspekt ist, dass es das erste Mal ist, dass er ein Produkt zeigt in seiner Historizität, in seiner Geschichtlichkeit. Man sieht eben die frühen Mercedes-Benz-Automobile von 1886 und dann durch die Jahrzehnte, durch bis in die 70er Jahre. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches bei ihm. Er war ein Künstler, der sich als Business-Künstler verstand, der gewissermaßen auch die Aufhebung der Grenzen, der sogenannten Grenzen zwischen Kunst und Kommerz zum Thema gemacht hat. Er hat immer gerne für potente Auftraggeber gearbeitet. Es war ihm ganz wichtig, dass er nicht nach seinem Geschmack Motive aussucht, nichts Biografisches, nichts Persönliches, sondern sozusagen das zeigt, was in der Welt gerade verehrt, geliebt, gewollt wird. Das waren seine Themen und insofern lief ihm das natürlich gerade rein, diese Mercedes-Benz-Automobile mal zu porträtieren. Und wenn Sie heute Sammlungen sehen, ob das Spielzeug oder ob das Auto oder ob das nachher Kunst ist und die Preise sehen, dann sehen Sie, dass sie ins teilweise fast Unermessliche wachsen. Ähnlich verhält es natürlich auch mit allen erstklassigen Werken. Und hier haben wir nur erste Klasse ausgestellt. Warhol, das Idol des letzten Jahrhunderts, und auf der anderen Seite die Mercedes-Fahrzeuge, Silberpfeil, das Idol der Renngeschichte. Also die werden auch in Zukunft noch den dementsprechenden Wertzuwachs haben.